geht's jetzt weiter mit verschiedenen Musikstücken aneinandergereiht in einen einzigen. Man sagt dazu auch Potpourri. Und es ist ein ganz, nicht mehr so oft gehörter Rhythmus, es ist ein Charleston. Alle die, die in der Tanzstunde noch Charleston gelernt haben, können das jetzt hier zelebrieren. Ja. Ich hab das Fräulein in Badensee, das war schön. Da kann man Badensee hoch und schön, das ist schön. Und wenn sie uns erhielt, die Stimmung so, dass sie mal kennen, aber genau. Ich hab das Fräulein in Badensee, das war schön. Wie ist das? Ach, also BH671, bitte der Fahrer, das eine Durchsage. Ich hoffe, man hört uns auch dort hinten in Richtung. Und wir sind froh, dass die Sonne scheint. Die ganze Geschichte im Fahrerlager dort hinten ist so ein bisschen ein kleiner. Gut, wunderbar. Das ist immer wichtig, dass wir überall gut verbunden sind. Und eine wunderbare, riesengroße. Buchspiele! Buchspiele! Schatz Nummer 7! Dann ist Femo die 8. Ich sagen, wir gehen kurz rein. Knapp hierher. Jetzt müsst ihr euch entscheiden. Wir haben es so festgelegt. Gestern haben wir mit dem Bürgermeister noch abgesprochen, kein schnellstes Bett zu machen aufgrund der Hitze. Jetzt habe ich aber mit euch gesprochen, die ich wirklich auf Schnelligkeit mache. Ihr müsst jetzt entscheiden, ob ihr auf Schnelligkeit geht oder mehr auf Originalität. Heiko, was war jetzt wichtig im Fahrerlager? Was habt ihr gemacht? Ja, das Wichtigste war jetzt mal zu sondieren, wer will schnell, wer will rennen, wer will langsam rennen, weil wir hatten angeboten, den Schnellwetten die halbe Rennstrecke zur Verfügung zu stellen wegen der Hitze. Aber es war demokratisch. Drei Betten haben gesagt, wir laufen komplett die 520 Meter. Und ein Bett hat gesagt, wir werden lang wie der Hälfte. Es muss jeder selber entscheiden. Es sind alle groß genug und es werden
schnelle Rennen geben und lustige Betten. Wie viele Betten sind denn am Start? 11 gesamt. 11 Betten sind am Start. Gibt es auch einen kleinen Marsch vielleicht? Jetzt gibt es gleich, wir werden jetzt die Listen schreiben, wir werden die Jury festlegen und werden jetzt gleich die Bettenparade starten. Dann wünsche ich dem Moderator toi toi toi. Danke, danke, danke. Muss alles seinen Gang gehen, es geht ja hier um unsere Hauptpreise. Wir haben wieder ganz tolle Pokale. Im Anschluss des Bettenrennens geht es hier ins Festzelt, dann werden wir die Siegerehrung vornehmen und da haben wir auch Live-Musik. Es ist die Gucke-Musik wieder hier. Wer kennt sie? Wer kann sich erinnern, ein Stadtfest in Wilsen mit Gucke-Musik? Wisst ihr, wer war dabei? Aus Merane, es sind sie. Damals waren sie aber gelb. 1992 war das. Ganz spektakulär, legendär. Das erste Bettenrennen hier in Wilsen. Damals war der Start und das Ziel noch unten an der Hühnlich-Villa. Und wer dabei war, ich denke, es gibt außer mir hier und dem Heiko noch mehr Zeitzeugen, die das Spektakel miterlebt haben. Damals noch der Vater des Gedankens oder überhaupt der ganzen Aktion, der damalige WCC-Vereinspräsident, der Gruner Gerd, der das ganze Ding ins Leben gerufen hat mit seinen Leuten. Und hier natürlich 8 Jahre hat er mir gesagt. 8 Jahre lang unter seiner Regie lief also das Bettenrennen hier von 1992 bis 2000. Dann ist es mal ganz kurz eingeschlafen, warum auch immer. Aber es ist zum Glück einiger Akteure und Aktivisten und natürlich auch Heikos und vieler anderer Leute zutun, wieder aus dem Schlaf geweckt wurden. Und seitdem es hier oben auf dem Parkplatz beim Netto gemacht wird, hat es wieder eine feste Stelle gefunden, unser Bettenrennen. Und wir sind froh, dass wir es wieder machen können. 2 Jahre hatten wir jetzt Zwangspause. Jetzt wird es Zeit, dass es wieder losgeht. Und unser Bürgermeister hat natürlich richtig Buch geführt. Er weiß ganz genau, dass wie viele Bettenrennen es heute ist. Jawohl, es ist das 18. Wildner Bettenrennen. 18. Bett. Ah. Es war eine Weile Pause, das stimmt. Und 2009 haben wir es dann wieder aufleben lassen. Aus dem Schlaf gehoben. Und wir wissen aber auch, was für Aufwand dahinter steckt, wenn jetzt die... Aber wisst ihr was, ich hätte mal eine Idee. Vielleicht können wir schon mal sagen, wir wollen ja dann eine kleine Parade machen. Liebe Betten, bleibt noch ein bisschen im Schatten, aber vielleicht können wir schon mal die Gucke-Musik zu uns vor die Bühne bitten. Vielleicht können wir schon mal die Gucke-Musik zu uns vor die Bühne bitten. Vielleicht ein kleines Ständchen, ein kleines Eröffnungsständchen zu spielen. Also, es wäre schön. Vielleicht können wir die Gucke-Musik schon mal zu uns nach vorne bitten. Jawohl. Kann uns die Gucke-Musik denn eigentlich hören? Genau. Und wie gesagt, es darf mitgeklatscht werden. Ein Riesenapplaus für unsere Gäste aus Merane. Ich habe heute mal gegoogelt, 174 Kilometer sind sie gefahren. Ist das richtig? Ich denke mal schon so in der Drehe, ne? Um die 170 Kilometer. Das ist natürlich eine weite Strecke. Schön, dass ihr es einrichten konntet, auch dieses Jahr wieder dabei zu sein. Wer ist denn von eurer Truppe noch dabei, der hier 92 das erste Mal mit war? Gibt es da noch welche? Ah, es melden sich die Gründungsmitglieder. Tatsächlich, das ist ja geil. Das ist ja, also, liebe erstmal dieser Applaus, das ist immer die Kaska Zoll. Jawohl, können wir nochmal klatschen. 92 schon mit dabei gewesen in Wilsen und heute wieder. Jetzt werden sie vorgestellt und alle Jurymitglieder, ihr könnt jetzt schon mal die Betten sehen. Könnt euch schon mal eine kleine Vorwertung nehmen beim Rennen, dann seht ihr sie nochmal. Und wir gehen jetzt mal eine Runde jetzt hier entlang. Also starten wir jetzt die Bettenparade.
und liebe Gäste an den... des heutigen Sonntags, die Freiwillige Feuerwehr Wilten, eine Mannschaft, Taudewalde eine Mannschaft, die SG Wilten, zwei Mannschaften und natürlich noch jede Menge andere Betten hier. Die Stadtverwaltung hat es auch ermöglicht, eine... Oh, das arme Mädel sieht ja gar nicht, die Justitia haben sie blind gemacht hier, aber original und originell. Sehr, sehr schön. Und dann haben wir hier die flotte Sohle vom Schuhhaus Mutscher, ganz große Klasse. Und der Karnevalsclub, natürlich keine Kosten und Mühen gescheut. Hier sind sie, die Mädels vom Karnevalsclub hier in Wilten. Und hier haben wir noch die letzte Mannschaft und die hat auch einen Namen, da fällt mir dann gleich ein. Baywatch, das Bett heißt Baywatch und wir stellen dann natürlich noch alle richtig konkret vor. Jetzt erst einmal die Bettenparade, damit alle Zuschauer und alle Gäste sehen, wer heute hier dabei ist. Und es ist ein Bett attraktiver als das andere. Und ich denke schon, das wird dann entsprechend auch honoriert werden von der Jury und von den Gästen mit entsprechendem Applaus. Und ja, langsam füllen sich auch hier unsere Zuschauerränge. Und ich hoffe natürlich, dass die Gäste hier noch ein paar dazukommen. Denn anschließend, Freunde, wenn das Ganze hier über die Bühne gegangen ist, laden wir euch alle ein ins Festzelt. Ihr habt es sicherlich schon von nahen betrachtet, das Festzelt. Seit Freitag geht die ganze Geschichte hier. Seit Freitag feiert Wilten im Festzelt. Ja, und die Tage davor, da waren die Aftershow-Partys, die Afterwalk-Partys im Stadtpark und natürlich auch vor der Stadtverwaltung. Die historische Stadtratssitzung, alles das ist leider schon Geschichte. Aber wer dabei war, wie ich, wir haben 3 Tage lang mitgefeiert. Wir können einfach nur sagen, Dankeschön an die Organisatorin. Es waren 3 wunderschöne Veranstaltungen. Alle anderen Veranstaltungen natürlich auch auf dem Barbaraplatz, der historische Markt und so weiter. Also wirklich ganz große Klasse. Da muss ich nochmal sagen, Herr Bürgermeister, nehmen wir unseren Hut ab und ziehen ihn ganz tief Chapeau vor den Organisatoren, vor allen die Beteiligten, die hinter den Tresen gestanden haben und natürlich auch das Aufbauteam vom Bauhof und von allen fleißigen freiwilligen Helfern, die hier dabei gewesen sind. Das war alle Ehren wert. Ganz große Klasse. Ja, nun sehen wir noch das Schlusslicht von unserer Bettenparade und sie ziehen zur Wendeschleife und werden dort natürlich auch wie alle anderen Betten dann die Wende vornehmen und wieder hier vor zum Start auflaufen. An die Gäste genau. Vielleicht noch mal eine kleine sicherheitstechnische Frage. Ihr seht, die Feuerwehr hat hier Absperrbänder aufgebaut, Absperrleinen. Bitte bleiben Sie auch während des Rennens hinter den Absperrungen, damit hier keine Unfälle passieren. Wir haben auch Unterstützung vom DRK bzw. von der SEG, die uns hier die Absicherung wieder gewährleisten. Auch an die Damen und Herren, die hier 3 Tage schon stehen. Ein ganz großes Dankeschön und einen riesengroßen Applaus bitte mal für alle Sicherheitskräfte hier. Jawohl. So, also ich gucke mir die Strecke nochmal an. Viele haben sich ja wirklich hier im Schatten Platz genommen. Das ist auch gut so. Ja, ich bin... Bist im Funkschatten? Wo bist du denn überhaupt? Ach, dort hinten kommt er. Ja, ja, deswegen haben wir gesagt, wir ziehen heute blaue Hüte auf, dass wir immer wissen, wo wir sind. Genau, ich bin jetzt mal ganz hintergegangen. Der Segway-Fahrer, der Verrückte. Ich wollte mal gucken, wie weit es geht. Ja. Also, die Strecke ist schon lang. 520 Meter gesamt. 520 Meter. 520 Meter? Ja. Bei 38 Grad Hitze. Das muss man erstmal sacken lassen. 36 Grad und es wird immer noch heißer. Weiter. Genau. Also, es ist schon Wahnsinn, oder? Als Information bitte? Für alle Gäste, die vielleicht nicht... Fauler geht's nicht mehr, du hast recht. Du, ich bin ja auch in dem Alter, weißt du? Da kann ich mir Hilfsmittel nehmen. Ich bin zu spät, weil ich in der Maske war so lange. Ich bin auch schon älter. Das dauert doch sonst bei Frauen immer so lange. Also ich sehe schon, ich war mal... Einer, du und Maske, das glaubt doch kein Mensch. Du stehst früh auf und siehst aus wie das blühende Leben.
Es sind schon jetzt viele Gäste hier. Sind viele Gäste hier, das funktioniert schon. Viele Gäste sind hier. Das ist schon so. Ich denke, jetzt kommt die Bettenparade gleich zurück und dann wollen wir starten. Wir haben ja eine Startreihenfolge festgelegt und als erstes Bett wird heute für uns rennen. Ich sag's mal so, wir haben die Bettenteilnehmer gefragt, wollen sie schnellstes Bett sein oder originellstes Bett? Weil wir hätten dann auch den Anlauf verkürzt für schnellste Bett. Aber alle haben sich entschieden, wir wollen die ganze Strecke rennen und laufen. Finde ich ganz, ganz toll. Das heißt, wir beginnen heute mit dem ersten Bett vom WCC, weil sie ja, wie gesagt, das Bettenrennen erfunden haben, das ostsächsische Bettenrennen. Ich weiß noch ganz genau, wie Gerd Gruner damals ankam und die Idee hatte und wir das gemeinsam hier umgesetzt hatten. 1992 war das gewesen und da muss ich noch dazu sagen, für diejenigen, die es nicht mehr wissen oder andersrum gefragt, wer ist denn hier unter den anwesenden Publikumsteilnehmern, wer weiß noch, wie das 1992 war? Ist jemand dabei, der damals schon mit war? Mal die Hand hoch, alle diejenigen, die 92 das miterlebt haben. Also ich sehe, es sind sehr viele, außer uns beiden hier oben und dem Heiko, sind es sehr viele. Genau. Und nur informativ. Es waren damals 840 Meter, Freunde. Eine riesengroße Runde von der Hünlich-Villa hier hoch und die Straße rum, Vorwerkstraße bis vor zu Weinbrand und wieder durchs Ziel. Also das war wirklich die absolute Krone. Ich durfte selber zweimal mitrennen und ich kann euch sagen, mir hat nachher die Zunge an den Kniekehlen gehangen. Es war wirklich anstrengend und wir hatten auch solche Temperaturen. Also wirklich Hut ab vor den Skibern damals und natürlich heute nicht geringer. Eine große Wertschätzung für alle die sich hier gemeldet haben. Und 520 Meter sind zwar keine 840, aber auf jeden Fall auch ein halber Kilometer und der muss erstmal gerannt werden. Ne? Genau. So, Sie sind wieder auf dem Rückweg. So, der Heiko hat es vorhin schon angesprochen, das erste Bett wird sein, eine Abordnung oder die Mannschaft 1 vom WCC, vom Wiltener Karneval Club. Die werden das erste Bett starten. Das Bett heißt Südsee-Amazonen. Ja, also die Mädels haben sich ja dort auch richtig schick gemacht und sagen wir mal so, es ist für jeden etwas dabei, für jeden Geschmack, ja, von den Damen. Und wer dort bei den Damen eventuell einen Jungen dahinter vermutet, der liegt nicht ganz falsch. Also es ist so, dass da die ganze Geschichte querbeet gemischt ist bei diesen beiden Mannschaften vom WCC, aber auch bei allen anderen Mannschaften ist es so bunt gemischt durch den Gemüsegarten. Und wenn man sich ein bisschen Mühe gibt und die Sonnenbrille mal hochklappt und etwas näher hinschaut, dann sieht man, dass auch im Bett manchmal eine Frau oder auch manchmal ein Mann liegt. Oder auch bei den Schiebern ist es mal ein Mann als Frau verkleidet oder eine Frau als Mann verkleidet. Tatsächlich ist es so. Hast du es schon? Ist mir zugesteckt worden. Ich habe es noch gar nicht gesehen. Ach so, tatsächlich? Ja, der Karneval-Club ist immer für eine Überraschung gut, ne? Ja, das stimmt schon, ja. So, Lieste, ich denke, also es ist schon eine... Ich habe eben mal geguckt, ob man es vielleicht verkürzen könnte, aber stehen so viele Autos rum, hätte man eher schon Schluss machen können, aber es sind so viele Autos, die da hinten stehen. Also, ich sag nur, liebe Bettenschiebe, jetzt will ich mal ein bisschen Applaus hören an der Strecke für die Draufgänger-Cookies aus Merane. Thank you.
Antenne Miss. Hallo? Die zarte Schnecke mit den roten Haaren. Bitte auf die Bühne. Ach du Liebe. Sehr schön. Oh, ist das ich eine heiße Kirsche. Ich sehe schon, Wenn es jetzt noch heißer wird, gibt es zwei Knalle. Oder und dann steht er ohne da. Oder sie fliegt Heidewitzka. So, die erste Jauer, jetzt haben wir die Missen auf der Bühne. Alle noch nicht. Fast alle. Und die Jury, die jetzt die Damen bewerten, können gerne mal jetzt vor die Bühne kommen. Dankeschön, Applaus, Dankeschön für die Guckemusik, Dankeschön, Guckemusik, jetzt habt ihr erstmal Pause. Cha, cha, cha. Wir erleben euch dann nochmal im Festzelt. Dankeschön der Guckemusik aus Merane. Ausmarsch. Ausmarsch, genau, macht euren eigenen Ausmarsch. Sehr schön. So, ihr habt jetzt die Jury für die Damen, die dürfen jetzt gerne mal vor die Bühne kommen, damit ihr die Damen mal betrachten könnt. Damen. So, jetzt mal die Jury für die Damen. Ihr könnt gerne mal vor die Bühne kommen, damit ihr auch die Damen jetzt mal kennenlernt, die wir jetzt mal vorstellen wollen gemeinsam. Achtung! Lieber André, yes, die erste Startmannschaft wird heute WCC sein, der Wildner Faschingclub, das Bett Südsee. Wo haben wir das? Die Dame vom Bett Südsee. Die Amazonen sind das, ne? Vom Bett. Hier haben wir die Dame vom Bett Südsee. Kann man ein Stück vor? Also die Gäste, wir begrüßen also in dem Bett vom WCC, unserer Stadt Nummer 1, heute die Jolina. Jolina, du hast geschrieben hier, du bist Mitglied im WCC schon viele Jahre? Ja. Tanzt du auch damit? Ja. In der Funkenhalle? Ja. Also alles da. Ich muss dich jetzt mal ganz kurz fragen nach Alter. Alles da, gut, danke schön. Ja, so gut, oder? 14 Jahre jung. Und ich muss mal eins sagen, der WCC macht sehr viel für den Nachwuchs. Es gibt ganz viele Tanzgruppen. Da gibt es die Blaue Garde, da gibt es den Nachwuchsfunk und so weiter. Und die Funkengarde. Schön, dass du mit tanzt beim WCC. Jolina, unsere erste Kandidatin für unser Miss Bett 2022.
Genau, und die Jury wertet fleißig, und das ist gut so, ihr habt alle eure Klemmbretter bereit und seid hier mit dabei. Genau, wir haben das nächste Bett, das ist das Bett Wolke 800. Wolke 800, das ist nämlich ein Bett der Stadtverwaltung Wilton. Also 800 Jahre, die ganzen Mitarbeiter der Stadtverwaltung haben natürlich mitgetan bei unserem 800-Jahr-Feier. Und da begrüßen wir jetzt hier im Bett die Anja. Anja, bei dir steht ja, du bist liebevoll, du bist Miss High Heels genannt. Ah, okay, ja, ja. Hobbys, Tanz, Lesen, Hausmusik hast du gerne. Und sie ist heute unsere Justitia. Wenn ihr die Wappen mal anschaut, das Wappen von Wilton anschaut, da seht ihr ja die Justitia. Normalerweise noch die Augen verbunden, machen wir heute nicht, das lassen wir so. Aber die Waage ist hier das Schwert der Gerechtigkeit und die Waage. Also Dankeschön, unser Missbett aus dem Stadtbett Wolke 800, Anja Becker. Noch ist sie keine Missbett, ja? Um diesen Platz wird ja noch geworben. Missbett ist ja jede, also Missbett ist ja jede im Bett. Ja, ja, ja. Ja, aber die offizielle, wie sagt man, der offizielle Titel wird ja dann erst im Festzelt. Das wird im Festzelt geben, das da habe ich keine Ahnung dafür. Das machen das Das machen die anderen. So, jetzt haben wir hier den Irgersdorfer, die Irgersdorfer haben wir jetzt hier und im den Irger, die Marlene sitzt im Irgersdorfer Bett. Marlene, du hast sie geschrieben, lesen. Deine Lieblingshobbys sind lesen, Papa und Mama ärgern. Und du isst alles, steht hier geschrieben, ja? Auch nicht. Wer hat denn das geschrieben? Wer hat das geschrieben? Irgendjemand. Aber ihr habt ja das Dorfbett gesehen hier. Im Dorf Nas, ne? Im Dorf Nas, ne? Also, wir reden aber lausisch, das Nas, ne? Irgersdorf hat den Nas im Bette, aber dazu kommen wir später. Aber Dankeschön erst einmal, Marlene, unsere jüngste Missbett. Ne? Dankeschön. So, jetzt haben wir die Startnummer 4, Feuerwehr Wilton. Cindy Pett. Cindy, ich glaube, du hast schon manches Bettenrennen mitgemacht, stimmt das? Ja. War das schon mal so ein heißes Bettenrennen wie heute? Nee, nicht ganz. Nicht ganz, aber ich kenne dich noch, da hast du. Also, hast du viel an? Ich werde älter. Also, sie wird auch älter, sagt sie. Ja, aber alles gut. Feuerwehr ist ganz richtig und ich weiß, dass die Cindy feuerwehrtechnisch auch ganz, ganz die Stadt Wilton unterstützt. Dankeschön. Du bist jetzt im Bett der Feuerwehr Wilton. Hobby Feuerwehr. Musik, alte Kameraden. Jawohl. Also ich denke, Cindy ist schon bei einigen Misswahlen mit dabei. Das ist unser Missbett im Feuerwehrbett. Dankeschön, Cindy. Und damit verbunden natürlich ein dickes, fettes Dankeschön auch an die Feuerwehr, die hier die Absicherung wieder ganz toll macht und für die Abkühlung verantwortlich ist. Dankeschön an die Kameraden von Dordewalde und Wilton natürlich. Und jetzt haben wir ein ganz niedliches Bett. Es ist ja so, man kann sich ja bewerben im Bett, man kann mitmachen und da gibt es ein Bett, das heißt Pumphut Schmetterlinge. Pumphut Schmetterlinge, das ist also ein Bett von unserer Pumphut Grundschule. Und jetzt, oh Mensch, komm her, komm mal nach vorne her, ja. Oh Mann, riesen Applaus. Ein zarter Falter, die Maja. Ich hätte selber drauf kommen können, oder? Maja natürlich, bei dir steht auch, du machst gerade Gymnastik, Musik, hast du, wie, Mike-Sänger? Hm? Ja. Essen Nudeln und Getränke, Wasser, das ist gut, ne? Du bist ein Vorbild für uns alle. Dankeschön. Maja im Bett der Grundschule. So, meine Gäste, wir haben noch ein Bett hier von unserem John Deere, das Bett John Deere. Wer ist das Bett John Deere? Jetzt muss ich mal gucken. Wer kommt vom Bett John Deere? Ja, also kommen wir hier ein Stückchen nach vorne. Beide? Das ist Karneval Club Mannschaft 2. Liebe Gäste, habt ihr das gesehen? Es ist eine Premiere. Es gibt das erste Mal beim Bettenrennen zum 18. Bettenrennen ein Doppelstockbett. Ein Doppelstockbett. Heiko, ich muss dich korrigieren. 92 gab es auch schon Doppelstockbetten. Ehrlich? Ja, gab es auch schon. Aber das hat sich nicht bewährt, weil, ja,
Es geht nur eins, Schnelligkeit oder Attraktivität. Und lagen da auch zwei Damen drin? Da lagen auch zwei Damen drin, eine oben, eine unten. Das hat mich versäumt. Ja, da warst du gerade Limo holen. Achso, kann sein, ja. Also die Stefanie ist bei uns. Nee, halt, stimmt's nicht? Josefine und Emily. Ihr habt gewechselt. Josefine und Emily, das sind die Bewerberinnen der Miss Bett von unserem Bett Chandler. Vom WCC. Genau, Mannschaft 2, WCC und das Ganze auch mit zwei Damen. So, jetzt haben wir noch die Nachwuchsschmiede. Nachwuchsschmiede B-Jugend der SG Wilsen 1. Hallo! Ich darf vorstellen, Miss Gustav. Gustav. Bist du freiwillig ins Bett gegangen oder was hast du ausgefressen? Ich habe nicht ausgefressen, ich musste. Ja gut, ist auch, aber egal, also ja gut, also die Jury, also ihr wisst ja, die Kinder nehmen wir so ein bisschen raus bei der großen Bewertung, das ist ganz klar, ne? Ja, also die bekommen auch Preise, alles da, aber natürlich wollen wir natürlich eine Miss Bett heute küren, weil wir haben auch im Wilden ein bisschen was, was die Kinder vielleicht nicht so vertragen, ja? Aber ich finde es eine tolle Idee, natürlich, ja? Ihr seid ja mal beim Organisten mit dabei. Gustav, Dankeschön, unsere Nachwuchsschmiede. Entweder hat er eine Wette verloren oder nicht gefolgt, dass er ins Bett muss. Oh, der Wind wird immer stärker. Wir haben das Löschmoped der Feuerwehr Tautewalde. Feuerwehr Tautewalde. Eine heiße Kirsche. Eine heiße Kirsche. Und das ist immer also diese Kirsche rennt der Feuerwehr immer hinterher. Da rennen die Feuerwehrkameraden schneller. Amtlich. Also du bist Svenja. Svenja. Also ja, ich darf nicht Falsches sagen. Wir sind in Genderzeiten, alles ist in Ordnung, alles ist normal. Svenja, schön, dass du da bist. Wir freuen dich. Wir freuen uns, es und alle auf dich. Liebe Svenja. Fotografie ist ein Hobby, Blasmusik und so weiter. Ich bin mal gespannt, was das Löschbett uns zeigen wird. Dankeschön, alles Gute. Gott sei Dank, dass wir keine Vermessung gemacht haben. Oh, um Himmels Willen. Da wäre der größte Umfang gewesen mit dem Artenschutzgerät, ne? Ja, genau. So, jetzt haben wir noch die flotte Sohle, unser Schuhhaus Mutscher. Und da haben wir die Jessica, man darf auch Jessie sagen, richtig, jawohl. Jessie, du hast Hobbys geschrieben, Zumba, Reiten, Musik hast du gerne, Freibild, Rammstein, das kommt alles heute Abend im Festzelt. Aperol, Spritz trinkt sie gerne. Also, Jessica, flotte Sohle, Mutscher vom Schuhhaus Mutscher. Schuhhaus Mutscher, genau. Die uns auch unterstützt haben bei diesem Fest, wie viele Gewerbetreibenden natürlich bei der 800-Jahr-Feier. Schon viele Tage aktiv bei der Afterwork-Party. Ja, die Mädels standen dort im Bierwagen, im Festplatz bzw. im Stadtpark. Und jetzt haben wir noch ein Bett, das Bett heißt Molly. Das heißt Molly. Ich kann gar nicht hinschauen, schaut mal an. Ja. Wo sind die Fans von Molly? Molly! Guckt euch Molly an. Aber ein bisschen rasieren hättest du dich können, ja? Molly! Haarwachstum steht hier, Haarwachstum. Lieblingssängerin Helene Fischer. Lieblingsgetränk Wasser und Wasser. Molly, das ist also unser zweites Bett von unseren Sportfreunden. Wir sind gespannt. Molly, sieht sie nicht schön aus? Und wir haben das Bett Nummer 11. Das Bett nennt sich Baywatch. Ihr habt die Serie schon mal gesehen, Baywatch, ne? War das die Sendung mit Hansi Hinterseher? Nee, hieß er nicht. Hans-Georg Hasselhoff. Hans-Georg Hasselhoff, jawohl. Baywatch, oh, im Freibad, es gibt noch das Badfest. Baywatch, das ist sie. Auf der Bühne, Pamela Anderson. Spitzname Pam. Ja. Aber das, also irgendwas, ich will nicht zu nahe treten, ja? Aber du könntest das ausbuchen. Also, das ist falsch gesagt. Dünnes Eis. Entschuldigung, also. Ich spreche jetzt aus Gertruds Erfahrung, ja? Also, ja? Hobby, Menschen retten, Musik, David Hasselhoff und so weiter, Essen und Getränk, Salat und Sex on the Beach, das ist ein Cocktail. Was ihr schon wieder denkt. Also, das ist unsere Dame, Pamela Anderson im Baywatch-Bett, Start Nummer 11. Dankeschön. Dankeschön, ja. Sind wir durch? Ganz heiß. Ganz heiß.
So, jetzt sind wir durch, liebe Gäste. Jetzt geht's los, liebe Gäste. Achtung, Dankeschön. Wir ein Riesenapplaus für unsere Damen, also für die Freiwilligen im Bett. Weil ich muss mal eins sagen: Das eine ist das Aussehen, das eine ist das Schickmachen, das andere ist das Schminken. Und das vierte und fünfte wichtig ist das Wichtige: den Mut. Den Mut, sich ins Bett zu legen, wenn jetzt vier Schieber wie verrückt diese Leute über die Rennstrecke schieben. Also, Dankeschön nochmal an euren Mut. Dankeschön, viel Glück heute bei der Misswahl. Ich danke schön, kurzer Ausmarsch für euch. So, ja, liebe Gäste, Sie haben es bereits auch schon gesehen. Unser alter und auch neu gewählter Bürgermeister ist ebenfalls hier auf der Bühne. Michael, nochmal einen herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle. 98%, das ist nochmal ein Beifall wert von allen Gästen, die natürlich dazu beigetragen haben, dass unser Michael wieder an der Spitze des Stadtrates steht, beziehungsweise an der Stadtverwaltung. Und da sind wir froh drüber, dass er heute auch zugesagt hat, wieder das Bettenrennen zu begleiten und die Startpistole in die Hand zu nehmen. Michael, ich glaube, das ist jetzt das Zeichen an dich, die Pistole schon mal scharf zu machen. Und wir freuen uns auf die nächsten 7 Jahre, aber jetzt auf die nächsten 7 Minuten. Oder wird's kürzer? So, die nächste, Achtung! Antje hat die Stoppuhr in der Hand. Es geht los mit unserem Bett. Südsee-Zauber. Südsee-Zauber. Der Wildener Karnevalclub. Die Erfinder des Bettenrennens. Also, André, ich gebe dir sie in die Hand. Du sagst, auf die Plätze, fertig, los. Und dann wird unser Bürgermeister den Startschuss geben. Haben wir eine Startfreigabe? Sehr schön. Dann würde ich sagen, lassen wir die Damen nicht länger in der Hitze schmoren. Wir beginnen mit dem ersten Bett und ich sage, auf die Plätze, fertig, Start! Los geht's! Mit Unterstützung von Konfetti und Wind. Und das sieht richtig gut aus. Hier ist die Geschwindigkeit dahinter. Und ihr seht, die Damen bzw. Herren geben einfach alles. Ja. Teilt euch die Kraft ein! Teilt euch die Kraft ein! Wo es nass ist, müsst ihr langsam laufen. Es ist schon Wahnsinn, 520 Meter, die können noch lang werden, die können noch lang werden. Ihr könnt ruhig mit in die Hände datschen, ihr könnt sie unterstützen natürlich. Wenn sie wieder vorbeikommen, wird kräftig gedatscht, denn die Ersten haben es immer am schwierigsten. Genau, die Ersten haben es am schwierigsten. Der erste Zieleinlauf, den haben wir jetzt. Sehr schön, Tempo, Tempo, Tempo. Nur noch wenige Meter bis zum Ziel. Und da kommt das Wasser, der freiwillige Feuerwehr. Mit Wassernebel. Hut ab, meine Damen und Herren, Hut ab. Die Ersten haben es immer am schwierigsten. So, Dankeschön, das war's für das erste Bett und bei uns geht's ja weiter mit der zweiten Mannschaft, die jetzt an den Start gegangen ist. Es ist Wolke 800, das ist das Bett der Stadtverwaltung Wilten. Vorne ist die Stadtfahne dran. Wie ihr gesehen, Miss Justitia liegt bei uns hier im Bett. Auf geht's, Achtung! Herr Bürgermeister, die sind bereit. Dann würde ich sagen, Startfreigabe. Auf die Plätze. Fertig! Sehr schön, los geht's, Startfreigabe für euch. Und ja, man sieht es, die Damen haben es nicht eilig. Ja, das ist natürlich so. Sonst gibt es die Kategorien, schnellstes Bett, attraktivstes Bett und natürlich dann die anderen Kategorien. Und jetzt wird sogar noch was verteilt für die Zuschauer. Es ist ja fast wie zu Fasching, wo also auch ein paar Süßigkeiten mit verteilt werden. Einen großen Applaus für die Damen. Der Stadtverwaltung wird uns Riefzeit. Ja, und das Publikum kann den Anblick genießen von diesem wunderschönen Bett und natürlich auch von der Mist, die drin liegt.
Und da muss ich mal, also beim Applaus, da schieben alles Damen, die da schieben, ja? Ja, ja, das ist nun mal so, die Kernverwaltung, ne, oder wie man so schön sagt, die müssen auch mal am Wochenende ran. Ja, das ist aber nicht gerne so üblich, du weißt ja, wie, es gibt ja diese Frauenrate, Männerrate, ne, es gibt ja diese Richtlinie, wie das sein soll. Ich glaube, das war in Wilden ganz gut und gerecht aufgestellt, oder? Du meinst die Frauenquote? Ja, meine ich auch. Ja, die Frauenquote ist natürlich in der Stadtverwaltung gut verteilt, ne, und deswegen ist Frauenrat ist was anderes, oder? Na, das ist wieder was anderes. Okay. Das ist das ganze Jahr Frauenrat. Ja, das ist, ja. Also die Mädels sind unterwegs und ich denke, da hinten sind wir auch zu hören. Jawohl, also momentan die 800 Jahr Feier unterwegs. Miss Justitia ist im Bett. Und was wurde hier verteilt? Was waren das? Hast du das gesehen? Das waren Gummibärchen in Tüten eingesperrt. Ah, okay. Ja, genau. Das sind jetzt also Naschereien. Das waren früher mal 20 Gummibärchen, dann ist auch noch eins geworden. Genau, so ist es. So, in der Zwischenzeit ist bei uns auch die erste Zeit eingetroffen vom ersten Bett. Die Mannschaft WCC, erste Mannschaft, hat es geschafft in sage und schreibe 2 Minuten, 3 Sekunden und 25 haben sie diesen 520 Meter langen Parcours gemeistert. Ich denke mal, wir lassen dann wahrscheinlich hinten die Hundertstel weg und entscheiden uns dann nur noch für die Sekunden und die Zehntel. In diesem Sinne 2:03 für das erste Bett hier. Ein Riesenapplaus für das erste Bett des WCC. Tja, hat gesagt, wir nehmen heute die ganze Geschichte nicht ganz so ernst mit der Geschwindigkeit. Lass ruhig in die Hände, jawohl. Lass sie hochleben hier. Wunderbar. Bernd, sehr gut, Mädels. Bernd, wo ist der Bernd? Sieht jemand den Kiefer, Bernd? So, es geht in die letzten Meter, meine Damen und Herren. Das Bett der Stadtverwaltung mit der großen 800 ist kurz vor der Zielnahme, vor der Zeitnahme. Unter Wasserfontänen kommen sie ins Ziel. Wunderbar, Dankeschön. Das sah natürlich so aus, ne? Jawohl, ne? Also der Dorfmeister aus Oldersdorf, jetzt hier bei uns am Start. Der hat ja 2 Schieber plus. Oh, das ist ja Wahnsinn. Das ist ja der Hulda. Der Hulda, ja, der Hulda, hab ich gesehen, der Hulda, ne? Und der Gustav. Also, Achtung, ein originelles Bett kommt jetzt zu uns. Das ist tatsächlich originell. Ein handgestütztes Bett aus Oldersdorf. Achtung jetzt, fertig. Und das ist der Applaus, unter denen die Oberstoffer hier starten und hier auf den Parcours gehen. Das sieht sehr schön aus. Hier ist ja ein richtiger Wildzug zu spüren. Wenn die Oberstoffer hier vorbeigeschmettert kommen, da hat sich hier oben sogar der Schirm bewegt. Vom Sog von dieser Welle hier. Ganz große Klasse. Ja, sie werden natürlich hier nicht auf Zeit rennen. Sie werden versuchen, wenigstens auch ins Ziel zu kommen. Ja, das ist wichtig. Und die Kategorien hatten wir ja schon angesagt, liebe Gäste. Wir machen also hier das schnellste Bett. Naja, müssen wir mal schauen. Das kriegen wir dann irgendwie hin. Da gibt es welche, die hier ganz tolle, viele Tage schon trainiert haben, um dabei zu sein, um auf Zeit zu rennen. Da sind sie, Freunde. Sport sie an mit eurem Applaus, die Oberstdorfer. Sehr, sehr schöne Idee. Hier würde mir fast schon ein attraktives Bett einfallen, eine preisverdächtige Geschichte hier. Die Oberstdorfer, hier kommen sie wieder. Und es ist ein originales Bett aus Oberstdorf, jawohl. Nicht nur original, sondern auch originell. Ne? Sehr schön. Noch 20 Meter bis zum Ziel und jetzt haben sie es geschafft. Jawohl. Und die Wasserfontäne gehören euch. Genau, eins sagen, das Bett ist keine 800 Jahre, aber 80 Jahre hat es bestimmt schon auf der Matratze, die schon viel erlebt hat. Auch in der heutigen Zeit kann man in Oberstdorf sehr gut leben und natürlich produktiv sein. Das beweist der 70-prozentige Anteil der Kinder an der Gesamteinwohnerzahl von Wilden. Finde ich auch schon, ne? 16 Kinder auf 90 Einwohner. Jetzt am Start sind die Patty hier im Bett. Patty, der Spitzname. Und das ist ein Vehikel. Da hat man, ich glaube, jetzt schon ein bisschen Respekt. Respekt und die Räder. Also ich denke, jetzt wird sportlich. Achtung! Es wird sportlich. Auf die Plätze. Fertig! So, Feuer frei. Jetzt bin ich gespannt. Haltet Spur, Freunde. Jawohl, gut Schlauch, ihr werdet das, mein lieber Schwan, hier ist ein Windzug zu spüren. Ja genau, wenn es nämlich brennt, dann sind die Jungs ganz schnell
unterstützt von der Feuerwehr natürlich, jawohl, dass er die Mark hier ins Horn hat im Gange, jawohl. Also jetzt sieht man schon, jetzt ist hier ganz schön Power dahinter, sie haben sich was vorgenommen, es sind auch, wir haben auch abgestimmt, aber die Strecke verkürzen, aber nein, auch sie haben dafür gestimmt, wir rennen, denn schon alles. Wir haben es den Mannschaften freigestellt, die Hälfte des Bettes bzw. der Strecke zu rennen oder die ganze Strecke. Sie haben sich natürlich wie richtige Männer für die Gesamtstrecke 520 Meter entschieden und das ist natürlich... Feuert sie kräftig an, eine riesengroße Dauerwelle. Tempo. Sehr schön, was sieht gut aus. Wassermarsch. Sehr schön. So, die Gäste, schaut euch mal an. Jawohl, Wassermarsch. Und da sind die Kameraden stehen noch. Ein ganz toller Applaus für die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr. Sehr schön. Nicht nur für die Absperrer, sondern auch natürlich für die Akteure hier einen Felix, Axel, Kai und René. Alles Unterstützer der Feuerwehr. So, jetzt geht es weiter. Die Maya liegt im Bett der Pumphut-Schmetterlinge. Klasse 4a ist die Maya. Und die Klasse, was ist das 4a? Jetzt sind wir mal gespannt. Es wird jetzt Lukas, Konrad und Erwin schieben. Jetzt sind wir gespannt. Das ist schon eine schwere Arbeit jetzt für die Kleinen. Ne? Also, klatscht auch viel die Hände für den Nachwuchs, für die Schüler der Klasse 4a der Pumphut-Grundschule. Herr Bürgermeister, auf die Plätze. Fertig! Los geht's! Jetzt sind sie auf dem Weg. Die flotte Biene in der Mitte, der kleine Schmetterling vielmehr. Und die Jungs. Ach, ist das fein anzuschauen. Jawohl, das sind die Anführungsrufe des Publikums am Rande hier. Sehr schön. Wunderbar, Erwin, wir fliegen aus, steht dort geschrieben. Ein Augenschmaus, wirklich wahr, ein Augenschmaus. Das sind die Jüngsten und ich sehe schon, da wird applaudiert, da wird gefeiert, das finde ich ganz, ganz toll. Erstmals dabei, das jüngste Bett. Und jetzt sehe ich die Kinder kommen. Hallo! Sie haben es geschafft und kriegen noch Unterstützung. Sieht das so aus? Jetzt sind es ja plötzlich Sechse. Na, das haben Sie das gesehen? Jetzt haben Sie die Jungs. Die Jungs haben die Schauen in die Mitte. Jetzt haben wir die Jungs. Die Einrichtung, die Mähne ist zurück. Hervorragend Applaus für die Grundschule. Haben Sie sich einfach unterwegs Unterstützung dazu genommen? Also das ist eine schöne Idee. Das ist eine schöne Idee, jawohl. Das finde ich ganz, ganz toll. Also tolle Idee hier von unserem Bett der Pumphut-Grundschule. Das ist es. Ja. Das ist der Traktor. Und ist das Doppelstockbett? Das ist ein Geschoss. Mein lieber Spahn, in der Beziehung sind die Karnevalisten natürlich jedes Jahr auch kreativ, haben auch beim Faschingsumzug in Schöneswalde immer irgendwo eine gute Idee. Dank des, des Chefbaumeisters im Karnevalclub, ja, der Mike Kunze, der dort sehr, sehr engagiert ist, hat also hier mit vielen fleißigen Helfern dieses wunderschöne Bett kreiert und das soll also einen John Deere Traktor darstellen, geschoben von vier wunderschönen Damen und im Bett liegen noch zwei wunderschönere. Und da wollen wir den Start natürlich nicht länger hinzögern. Heiko, ich würde das mal für dich übernehmen. Der Herr Bürgermeister hat die Pistole bereits gehoben. Da würde ich sagen, Mädels, auf die Plätze, fertig, los! So, und das Publikum ist natürlich wieder gefragt hier am Rande. Klatschen. Macht doch mal eine kleine Laola-Welle hier. Immer dort, wo das Bett langläuft, gehen die Hände nach oben. Jawohl. Eine riesengroße Laola-Welle. Immer dort, wo das Bett vorbeikommt, gehen die Hände nach oben. Jawohl. Das klappt wunderbar hier drüben auf der Seite. Und die Mädels und Jungs sind hier natürlich auf der Strecke unterwegs und bekommen dort hinten natürlich die Wendeschleife. Hoffentlich in einem Zug hin. Nicht, dass sie vor und zurückstoßen müssen. Ne? Wenden in drei Zügen. Nein, ich denke schon, die Wendeschleife ist groß genug gebaut, dass sie das Ganze dort hinten meistern können und den John Deere Traktor um diese Kurve herum manövrieren können. Wunderbar.
Schweres Bett ist her. Sowieso ein Schontiertraktor, der wiegt schon seine Tonne. Ne? Und Doppelstockbett gebaut. Ich habe das immer gesehen, da hatten ja einige Veranstaltungen im Haus Bergleiter, wenn du hinten rein bist, da hat man das Gerät gesehen, wie der geputzt worden muss, gemalt worden ist und so weiter und so fort. Also sehr aufwendiges Bett, das Doppelstockbett, und du sagst es, 1992 gab es schon ein Doppelstockbett. Das habe ich. Das war ein Metallbett. Es gab ja früher in Ferienlagern oder in Unterkünften gab es Metall-Doppelstockbetten. Und der Räderschmied damals, der Micha, der hat sich so ein Bett vorgenommen und hat dort Räder dran geschweißt. Und da ist meiner Ansicht nach eine Mannschaft, ich denke sogar auch vom Karnevalclub, ist gestartet mit einem richtig schweren, mit ganz kleinen Hartgummirädern, die ganzen 800 Meter. Also ich glaube, das war die absolute Krönung, dieses schwere Bett über diesen Parcours zu bekommen. Aber sie haben es geschafft. Und dann ist es aber irgendwann eingeschlafen mit den Doppelstockbetten. Die Mannschaften sind dahinter gekommen, dass man das auch leichter haben kann mit Fahrradrädern oder irgendwelchen anderen Sachen. Deswegen aber ist das ist schon schwierig. Und die Mädels kämpfen und kämpfen und kämpfen. So, das Publikum ist wieder gefragt. Ja. Unterstützt werden sie von der Wassermühle Oberkurich und PK Dienstleistungen. Ich sehe wieder die Laune, wenn überall irgendwo das Bett vorbeikommt. Gehen die Hände nach oben. Ja. Sehr schön. Es geschafft. Große Klasse, Dankeschön nochmal an die Mädels und Jungs des Winterkarnevalclubs. Das Bett 2 John Deere läuft im Ziel ein und wird natürlich auch mit einem Wasserstrahl belohnt. Und das war auch schwer. Das war nicht nur wegen dem Takt, das war auch zweite haben, ne? Ist auch schon ein bisschen mehr Gewicht, oder? Obwohl die leicht sind. Ja, weiter, weiter, weiter. Die Liste, es geht dann an den Start unserer SG Wilton, die Sportgemeinschaft, die auch Jubiläum hat in diesem Jahr, das ist die Nachwuchsspiele, die B-Jugend, und auch die wollen jetzt zeigen, was sie können. Aber B-Jugend, Leute, kommt, lauft langsam. Man muss auch langsam mit Bedacht an den Ball gehen. Ne? Das ist auch wichtig. Also, auf geht's. Startnummer 7, Nachwuchsspiele, B-Jugend, SG Wilton, auf die Plätze, fertig. So, jetzt geht die Post ab hier, die Nummer 19, warum auch immer, das werden wir noch erfahren. Auf jeden Fall sieht das aus wie ein Rennbett. Genau, und das wird genauso vom Publikum unterstützt. Nehmt euch Zeit, Jungs. Genau, das ist ja Wahnsinn, das ist schon jetzt wirklich wir sind ja schon Klasse. Da. Sie ziehen hier voll durch. So, die überall, wo das Bett auch da ist, gehen die Hände wieder in die Höhe. Jawohl, die Ausfallrennen läuft durch. Jawohl, jetzt an. Tempo. Dankeschön. Achtung, jetzt bekommt ihr den Wasserstrahl der Freiwilligen Feuerwehr Wilton und Hautewalde. Und da muss ich mal eins sagen, wir haben demokratisch entschieden, 3 Schritte, dann sagen wir dann die große Runde, sie wollen die kleine Runde. Und sie haben die große Runde gemacht. Applaus, danke, Nachwuchsspieler. Hey, Jugend, ich habe den Fußball im Welt, jetzt brauchen wir es keine Sorgen zu machen. Das ist der Schmuppel. Dann würde ich sagen, können wir die Startfreigabe machen. Auf die Plätze, fertig, los geht's. Der Blut der Gehaltsprobe. Und vor allen Dingen die Stiefel! Wahnsinn, liebe Gäste, schaut euch das an und unterstützt wieder von den Ordnungshörnern der Feuerwehr. Die Feuerwehr ist unterwegs, der Tü. Und wir singen nochmal mit. Hurra, hurra, die Feuerwehr ist da. Hurra, hurra, sie kommt mit Tütata. Hurra, hurra, die Feuerwehr ist da. Wenn es irgendwo brennt, sind wir da. Jawohl. Die Feuerwehr kommt zurück, die Liste, und wir haben ja auch einige Notizen. Svenjas Papa ist bei der DSG
unterstützt dieses Bett natürlich. Dankeschön. Svenja fährt gerne BMW, fühlt sich gerne als Chefin. Ja, sitzt deswegen immer im Gefährt. Applaus für das Löschmoped. Und Svenja schnüffelt gern. Schnüffelt gern frische Atemluft. Lukas, Dennis, Robin. Applaus für die Feuerwehr. Ein weiteres Gut. Schlau. Gut. Schlau. Gut. Schlau. Genau, ja, so heißt das. Und jetzt können wir es ja sogar verraten, dass Sven, der im Bett sitzt, der ist auch noch der Chef von der ganzen Sache. Ah, der Ausleiter von Taunerwalde selbst im Bett, als Mist verkleidet. Dankeschön, Sven. Ja. So, die Gäste. Schuhe sind wichtig. Richtig sind Schuhe. Ganz wichtig, jawohl. Und ich habe im Bett sogar einen Schuh gesehen, einen großen Schuh. Und wir sind jetzt hier bei der flotten Sohle. Unser Schuhhaus Mutscher mit langer Tradition in Wilten. Jawohl. Auch beim historischen Ratssitzung, da waren sie ja vertreten, also die ehrwürdigen Vorgänger des Schuhhaus Mutschers. Und Jessica, bitteschön, liegt im Bett, Jessie. Und jetzt geht es für euch auf die Plätze. Fertig. Los! Kräftig an, immer dort, wo die Betten auftauchen. Es ist die riesengroße Lauerwelle. Auf die Hände, jawohl. Und es fliegen wieder Süßigkeiten ins Publikum für alle, die gerne naschen, die Kinder und natürlich alle anderen ebenfalls. Dankeschön, flotte Biene auf dem Weg zur Wendeschleife. Oh ja, man sieht so. Es. Die Anstrengung zerrt. Die Hitze und natürlich die lange Strecke. Also, flotte Sohle, Hut ab, muss ich sagen. Heiko, wir ziehen mal ganz tief unseren Hut. Also, hier Hut ab natürlich, jawohl, Hut ab, aber so. Wir ziehen unseren Hut ganz tief vor den flotten Sohlen hier. Jawohl, ganz gute Sohle. Sie hat ja nur noch Schuhe an. Ja. Ach so. Hier an der Strecke. Seid ihr bereit, SG Wilten? Team, oh ja, oh ja, oh ja, oh ja, sie machen so ein bisschen Powersport. Powersport, Achtung. Powersport jetzt hier unser Bett Molly. Warum das Molly ist, weiß ich nicht, aber Haarwachstum steht hier irgendwie drin. Helene Fischer, Wasser und Wasser. Also, bitteschön, unser Startnummer 10, Molly SGW Männer. Wenn wir die durchschleifen können, ich weiß es nicht. So, auf die Plätze, fertig, los! Natürlich jetzt schon vom Publikum erwartet. Unter dröhnendem Applaus sind die Jungs von der SG Wilten hier unterwegs, die Mannschaft 2. Alles ganz, ganz nett zurechtgemachte Damen, die hier mit allem Möglichen. Sehr schön, lasst sie hochleben. Lasst sie hochleben, sie haben es nicht mehr weit, noch wenige Meter bis zum Ziel. Sehr schön. Jetzt sind wir wieder auf beiden Seiten zu hören und das ist gut so, dass wir hier natürlich alle erreichen und ihr wisst natürlich, dass es an dieser Stelle wichtig ist, dass wir zu hören sind und der Zieleinlauf hat also jetzt geklappt hier und die Jungs und Mädels sind ein bisschen abgekühlt worden von der Feuerwehr und haben hier eine wahrscheinlich super Zeit hingelegt. Jetzt mal alle gespannt sein auf unser Bett Baywatch. Auf die Plätze, fertig. So, Baywatch. Oh, das sieht verdammt schnell aus. Das sieht verdammt schnell aus.
Und mit so einer Badenixe im Bett, na, da denke ich schon, da sind die Jungs von alleine angespornt, dass sie sich dort natürlich nicht die Blöße geben, hier langsamer zu werden als die vorhergehenden Rennbetten. Also drei Stück haben wir am Start. Sie haben sich kurz davor noch dazu entschlossen, die volle Runde zu laufen. Und das ist natürlich aller Ehren wert. Ich hoffe natürlich, dass es alles klar geht. Hinten an der Wendeschleife werden sie in wenigen Sekunden sein. Und ich hoffe natürlich auch dort, dass die Wende gut funktioniert und sie dann hier wieder die restlichen Meter bis ins Ziel natürlich ebenfalls so flott durchhalten, wie sie gestartet sind. So, jetzt bin ich mal gespannt. Sie sind an der Wendeschleife, jawohl, jetzt haben Sie die Wendung vollzogen. Das klappt mit Öli jetzt auch sehr gut. Es ist auch niemand in der Wendeschleife umgekippt und noch niemand nach unten gefahren. Gut, dass ich den Kegel noch geholt habe. Ne? Ja, das ist gut so, wirklich. Eine schöne Wende, sehr gut. Und das sieht verdammt gut aus. So, jetzt, also nochmal Applaus, schöner Applaus, das ist unsere letzte Tour, unser letztes Bett, was heute hier startet. Unter anhaltendem Applaus des Publikums laufen sie in die letzten 100 Meter hier. Feuert sie nochmal kräftig an, Tempo, Tempo, jawohl, wunderbar. Tempo, Baywatch, Baywatch, jawohl. Pamellas Haar weht im Winde. Und das ist ja wirklich ein Stand-Up-Paddle, worauf hier die Räder, festgeschraubt sind. Also das war ein leichtes Bett. Der Regen kommt für euch und jetzt wissen wir, wir sagen noch nicht. Jetzt haben wir die große Qual. Sagen wir was oder sagen wir nicht? Erst im Zelt. Achso. Also erst, Bürgermeister hat gesagt, wir sagen erst im Zelt, was los ist. Muss man sich über die Hundertstel ärgern? Wir sind gespannt. Also, liebe Gäste, meine Damen und Herren, das war's. Das wird ein Riesenapplaus. Applaus. Dankeschön all den Bettchen, all den fleißigen Schiebern. Dankeschön der Jury. Genau. Die Faltmappen brauchen wir wieder hier oben. Sehen wir uns dann im Zelt. Dankeschön.